Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Kochen mit AMC. Heute gibt es dieses geniale Brotchen. Das ist ein Käse-Zupfbrot, das wir im Topf gebacken haben, das einfach unglaublich genial zu diesem Wetter hier ist. Gerade jetzt Einschulungen ist ein Thema oder wenn man eine Grillparty hat, als Snack für zwischendurch und man zupft sich das hier so raus mit Käse befüllt, Olivenöl, mega, mega lecker. Also viel Spaß beim Video und macht es nach. Folgende AMC-Produkte brauchen wir für die Zubereitung. Einmal unsere Navigenio, am besten euren 6,5 Liter. Ihr könntet aber auch den 5 Liter nehmen oder den 8 Liter. Ja, und einen Audiotherm brauchen wir. Von Lebensmitteln her habe ich hier einfach ein schönes Weißbrot. Das könnt ihr selber machen. Dafür haben wir ja schon ganz viele tolle Brotrezepte veröffentlicht. Aber ihr könnt auch einfach eins kaufen. Das ist heute hier ein gekauftes. Dann habe ich hier ein bisschen Gouda-Käse, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Basilikum. Manchmal kennt ihr das, irgendwie Blockade. Und hier habe ich schön Olivenöl und Rosmarin drin eingelegt. Da kann man sogar noch Knoblauch mit reinmachen, ein bisschen Pfeffer mit reinmachen. Und so kann man sich sein eigenes Olivenöl machen. Finde ich richtig cool. Und das war's schon. Wir werden jetzt anfangen, uns die Marinade fertig zu machen. Und dann schnibbeln wir uns das Brot auf, stopfen es voll mit Käse und dann wird's gebacken. Das sieht schon mal toll aus, aber es riecht unglaublich lecker. Da könnt ihr natürlich spielen, wie ihr wollt. Ihr könnt da reinmachen, was ihr wollt. Ihr könnt da auch Chilis zum Beispiel reinmachen, wenn ihr eine Schärfe haben wollt. Ich nehme unser Pepper Trio, gebe das nochmal so ein bisschen rein. Und ein bisschen Salz gebe ich nochmal mit rein. So, und lasse das Ganze kurz ziehen. Und in der Zeit können wir uns den Gouda schon mal in Streifen schneiden und uns das Brot anritzen. Beim Brot müsst ihr wirklich nicht viel beachten, einfach schön in Vierecke schneiden und natürlich nicht ganz bis nach unten hin durchschneiden. Und ihr braucht auf jeden Fall ein gutes Brotmesser, sonst könnt ihr es gleich sein lassen, sonst rupft ihr das Brot auseinander. Und dann habt ihr so perfekte Stücke. Ja, und richtig schön in alle Ecken rein, weil nachher zupfen wir uns das hier raus, dass auch überall Käse dran ist. Und ihr kennt mich, zu viel Käse geht gar nicht. Ja? So, und das sieht schon so genial aus. Hier noch ein bisschen was rein. So, und guckt euch das Schmuckstück hier an. So schick sieht es aus. Und jetzt geben wir uns das in den kalten Topf rein, stellen es in den umgedrehten Deckel und backen es auf Stufe 1 20 Minuten. Oh, sieht das klasse aus. Das duftet so richtig herrlich. Und Bräunungsgrad könnt ihr natürlich selber entscheiden. Ihr könntet auch auf höherer Stufe, also auf zwei Striche, einfach nochmal ein paar Minuten nachbacken, wenn ihr wollt. Aber ich will nicht, dass das oben trocken wird. So, und wir holen das jetzt raus, dekorieren ein bisschen und dann darf ich zupfen und probieren. So, meine Lieben, ich weite mir das Brot jetzt so ein bisschen und jetzt zupft man sich das einfach Stückchen für Stückchen mit den Fingern raus. Vielleicht nicht ganz Corona-konform, aber mit euren Liebsten könnt ihr es machen. Mega, 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 mega lecker. Also das wird es auf jeden Fall öfters bei uns geben. Ich muss erstmal kauen. Komplett unkompliziert, schnell gemacht.
im Topf gebacken, fast keinen Strom verbraucht, was will man mehr, oder? Also macht das auf jeden Fall nach, vergesst uns nicht, einen Daumen nach oben zu geben, wenn ihr unsere Videos feiert und besucht uns unbedingt mal auf unsere Social Media Kanäle wie Facebook und Instagram. Gerade bei Facebook, da haben wir eine eigene Gruppe, da sind über 7000 Gleichgesinnte, da könnt ihr Fotos reinposten, wenn ihr was nachgekocht habt. Das alles heißt immer Kochen mit AMC, ja? Also bei Facebook, auch bei Instagram, da seht ihr öfters so einen Blick hinter die Kulissen und so Blödeleien. Da machen wir aber auch öfters Umfragen, was wir als nächstes kochen sollen. Da heißen wir auch Kochen mit AMC und das Wichtigste ist aber unsere Rezepte Community, Kochen mit AMC, da ist so die geballte Ladung drin. Holt euch auch die kostenlosen Apps im App Store und im Play Store, auch die heißen Kochen mit AMC. So, alles eine Linie, meine Freunde. Wir sehen uns jeden Donnerstag um 18 Uhr. Macht's gut. Ciao, ciao.